Moin Leute, willkommen zum GPL-Kampf Nummer 4. Jetzt geht's gegen Maxi und ja, ich hoffe, das Video von euch gestern hat euch zugesagt und ich hoffe, ich kann euch einen guten Kampf heute hier bieten. Letzten Kämpfe waren alle relativ knapp. Ergebnis war zwar immer 3-0, aber es hätte auch ganz schön in die andere Richtung ausgehen können. Und hoffentlich können wir diesmal wieder einen Sieg einfahren. 1-3 will ich eigentlich überhaupt nicht in die Season starten. Das wäre dann doof, das heißt, wir müssen richtig hart reinklotzen und dann um noch in die Playoffs zu kommen. Das wäre irgendwie doof. Und Max ist auch ein guter Spieler, hat anscheinend das beste Team gedraftet dieser Season. Und ich hoffe, ich kann ihm jetzt hier eine Niederlage beifügen. Und wir starten einfach mal den Kampf. Ja. Ja, wird, wie gesagt, relativ schwierig, meiner Meinung nach. Bitte wähle die Pokémon, die teilnehmen sollen. So, mal gucken wir mal. So, er hat tatsächlich kein Mega-Metall dabei. Das finde ich richtig krass interessant. Holy shit. Und kein Scissor. Also ist tatsächlich Diancie gut, oder? Und er hat den Baum dabei. Warum hat er den Baum dabei? Das finde ich super weird. Und ich glaube, dass meine Offensive hier ich ziemlich viel Work machen kann gegen ihn, oder? Ich habe gedacht, so, okay, ich will super offensiv spielen, um ihn irgendwie. Irgendwie kein Esmon dabei? Und kein Amon? Also er hat nur B und C und. What? Okay, das ist finde ich interessant. Mit was lead ich jetzt? Ich habe meine ganze Taktik ist irgendwie hinfällig. Wenn ich ehrlich bin. Scarfcrook könnte das sein? Ich weiß es doch auch nicht. Wir können theoretisch mit Rotom leaden und dann irgendwie nervig sein. Und der Baum könnte echt. Holy shit, ist der nervig, der Baum. Bruder. Können auch mit Delphox liegen. Wie gut ist Delphox gegen das Team? Gegen die meisten ganz cool eigentlich. Und wir lieben mal mit Delphox. Delphox ist relativ fast gegen die meisten. Ich finde es super interessant, das Team. Richtig, richtig interessant. Dann würde ich sagen. Good luck, have fun an Maxi. Okay. Darauf habe ich mich überhaupt nicht eingestellt. Das muss ich richtig umdisponieren. Okay, ist das gut oder schlecht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay, was sieht er? Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wenn er den Baum liegt, habe ich ein ganz gutes Matchup. Max Kruse. Okay, er hat klar. Okay, das ist ein gutes Matchup für mich tatsächlich. Max Kruse ist der Schlüssel zum Sieg. Jetzt habe ich ihn verstanden. Okay, das finde ich gut. Max Kruse ist der Schlüssel zum Sieg. Ich habe mir auch überlegt, meine Pokémon nach Werder Bremen Spielern zu benennen, aber habe ich mich dagegen entschieden. Vielleicht hätte man einen doppelten Max Kruse gehabt, das wäre lustig gewesen. Hat er einen Fire Blast Switchen? Ja. Mit Landturm. Ist mir das egal? Landturm. Also Laptop Fuchs macht halt richtig Schaden. Also holy shit macht der Schaden. Defox gegen. So, Laptop Fuchs. Gegen Landturn. Er macht halt der Fire Blast nicht so viel. Das zeige ich auch nicht. Ich glaube, wir wollen trotzdem einmal Fire Blasten, weil ganz ehrlich, wenn er hier drin bleibt oder so, wäre das super nervig. Wollen wir jetzt schon hart predikten? Würden wir viel verlieren? Landturn würde halt nervig, dass. Würde halt Vote switchen können, das wäre halt doof. Ich glaube, wir drücken einmal den Fireblast, falls er irgendwie was Cooles sich überlegt. Er geht jetzt eigentlich raus. Wäre Plague wahrscheinlich der bessere Play gewesen, aber Klaassen ist wahrscheinlich das Landturm. Das kommt. Wenn das angechippt ist, ist natürlich auch richtig geil für unser X-Bad. Und es tut natürlich weh. Und jetzt die Frage, was er machen möchte. Also er könnte natürlich jetzt einfach sagen, er geht jetzt hier auf den Voltwechsel oder aufs. Scald könnte er auch drücken, aber dann wäre halt. Rotom ist halt so obvious. Und dann könnte er. Was wäre seine Rotom-Antwort? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Der Baum. Den könnte ich halt burnen in der Theorie. Aber ich kann ihn nicht burnen. Das weiß er aber nicht. Okay. Das ist die Frage aller Fragen, die ich mir stelle. Ich glaube, ich will. Will ich einmal. Ich
will ich das einmal machen. Ich glaube schon. Ich glaube, ich gehe jetzt hier einmal in Rotom. Ich will auf jeden Fall meinen Laptop-Fuchs noch healthy behalten. Wenn er jetzt Voltage und dann Play wäre, wäre es natürlich cooler Play gewesen, aber ja, kann natürlich da nicht machen. Er geht jetzt auf Voltwechsel. Machen das erstmal ein bisschen safe. Und die Frage ist, wie viel verliere ich jetzt hier? Er weiß natürlich nicht, dass ich hier keinen, dass ich ihn nicht burnen kann. Und Rotom, was macht er dagegen? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Geht er wirklich in den Baum? Denn natürlich Willow schon krass. Wäre halt schon guter, wäre halt schon hoher Gamble jetzt da zu sagen, okay, der hat das nicht. Ich habe natürlich keinen Ghost Switch und was doof ist. Ich müsste wahrscheinlich in X-Bad wechseln. Moisander, das ist wahrscheinlich der Baum. Es ist der Baum, okay. Will er mich willowen, ist jetzt hier meine Frage. Oder will er einfach angreifen? Wir gehen auf jeden Fall ganz, ganz safe auf den Voltwechsel. Dann sind nämlich auch 1000% schneller. Macht ein bisschen was an Schaden. Ich will eigentlich in X-Bad wechseln. Ich fand das auch gar nicht so krass in dem Match. Also es ist zwar nicht schlecht. Er hat seine, alle seine drei Resistance. Ne? Ist alles auf X-Bad da komplett reinkackt in dem Match. Er flucht sich instant. Warum hat er denn Fluch? Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich weiß gerade nicht, was er damit vorhat. Mit Fluch. Hat er vergessen, dass er sich nicht setupen kann? Weil er ein Geist ist? Oder war das gerade Absicht? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich gehe auf jeden Fall auf U-Turn. Oder? Will ich das Ding rausforcen? Also wechsle ich dann da rein. Boah, ich hab doch keine Ahnung, ey. Killt die Verfolgung. Wenn er rauswechseln würde, ich würde die Verfolgung killen. Crobat? Wahrscheinlich schon, aber. Wie heißt der Baum eigentlich? Trevenant, ne? Hat er vergessen, dass er sich nicht setupen kann? Okay. Okay, Pursuit macht. Der würde sogar so killen, wenn er kein defensives Investment hat, aber hat er sowieso. Ich gehe mal auf Verfolgung. Er überlegt anscheinend auch und ist wahrscheinlich auch genauso überfordert wie ich gerade mit der Situation. Oh, ich wollte mich setupen. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Scheiße. Oder was war jetzt das Ziel dahinter? Das muss man mir bitte erklären. So, ich verfolge ihn und Moisander wird zugrunde gehen. Puff. Leider nervt der Fluch. Okay, wir sind noch bei Half-Life. Das ist noch eine gute KP-Anzahl. Die Frage ist, was möchte er jetzt reinwechseln? Wolbrok? Ist das deine Antwort, Wolbrok? Hat natürlich jetzt bei Period, was vollkommen defensiv ist, komplett. Was halt jetzt ziemlich cool ist, weil ich kann einfach EQ'en. Ich kann EQ'en. Ne, ich kann nicht EQ'en, da ist noch das Dings, aber egal. Ich kann Stonehenge'en. Und ich kann Selfrox legen. Ist alles cool. Geht er jetzt in den Hund? Der Hund ist. Ja, ah, komm. Der Hund ist ganz cool. Aber dass er nicht gegen den NC eingepackt hat, war das ein kompletter Gamble? Oder wollte er komplett X-Bad aufhalten wollen? Ich verstehe das nicht. Nee. Bin ich zufrieden auf jeden Fall damit, dass ich es mitgenommen habe. Holy shit. Aber mir gerade aufgefallen ist, ich hätte den Hund Speed heilen können, aber ich habe es nicht getan. Warum bin ich eigentlich so kacke in diesem Spiel? Warum habe ich vergessen, dass er 110 hat? Ich dachte, er hätte keine. Ja, stimmt, der 100, 112. Ich konnte gar nicht Speed heilen, ich bin doch nicht so kacke. Der Hund, also der Volvo kann 100, hat 112 Speed. Also, was wäre mein Switch-In? Ja, wirklich bei Pibia und dann müsste ich irgendwie doublen oder so wahrscheinlich.
Das heißt, was macht Maxi jetzt? Luis Suarez steht da wie eine 1. So, geht das nicht in Gigi Pavlenka? Das ist allerdings das Teil. Okay. Okay. Also er will mich zu 1.000.000% knocken. Zu 3.000%. Brauche ich, weil ich brauche Hyperion noch. Ich will das nicht reinwechseln. Ich brauche den Hund gar. Also ich brauche Xpat gar nicht mehr. Das macht nichts. Wenn er gescarft ist, ist er immer schneller. Er hat zwei Pokémon, die mich resisten. Ich glaube, er ist gescarft. Und wenn er jetzt. Ha. Super schwierig. Ich würde sagen, wir gehen auf die Kehrtwende, weil ich da nichts reinwechseln möchte. Wir sehen, dass er auch gleich gescarft ist, wenn er. Er muss gescarft sein. 1000%. Was ist so ein harter Gamble? So richtig hart, wenn ich jetzt in Dianzi wechsle. Holy shit, das ist ein Gamble. Warum ist er da reingewechselt? Velox legen? Wir gehen mal U-Turn. Ich glaube, er ist gescarft. Ich glaube, er kommt hier raus. 50-50 oder so? Ich glaube, ich würde dann aber auch in Rotom wechseln, glaube ich. Wenn er nicht gescarft ist. Ich weiß ja nicht, ich weiß es ja nicht. Also, ich kann halt auch nichts reinwechseln, ganz, ganz safe. So. Zygon ist zu Hause. So, er ist nicht gescarft. Das ist ein gutes Zeichen. Also, das weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber. Könnten in ein Otto reinwechseln. Wie gut ist ein Otto noch? Das ist okay. Der ist not bad. So. Der kann was machen. Ich muss ihn reinwechseln. Das ist mein einziges Pokémon, was ich da reinwechseln möchte. Ich verliere jetzt zwar eine Beere, aber wenn er auf Knockoff geht, aber dann kann er mich gleich nicht killen. Ein Rücktarnschein. Okay, perfekter Switch. Perfekt. Wunderbar. Ganz toll. Okay, er ist wirklich Rocks gegangen. Okay, super. Das heißt, wir können auflockern. Wir wollen die weg haben. In der Eier drückt er Knockoff. Er hat Eier. Das tut auch richtig weh. Das tut auch richtig weh. Und jetzt machen wir einen dicken Play. Jetzt gehen wir in Dianzi, weil er entweder knockt oder Rocks legt. Der wird nicht EQ'en. Der wird zu 100% nicht EQ'en. Das wäre ein richtiger Choke, meiner Meinung nach. Deswegen gehen wir einfach in Dianzi. Komm, wir risken das jetzt einfach. Wir risken jetzt das einfach. Wenn er das outplayt, good job, aber ich sehe das nicht. So, ein Otto kommt. Der kann nochmal Deform. Ganz, ganz safe. Da bin ich mir sicher. Der Jens ist da. Er geht für Knockoff. Okay, passt perfekt. Wunderbar. Genauso will ich das sehen. Genauso. Jetzt megern wir uns. Und drücken halt schon, gehen halt schon für die Mondgewalt. Also. Halt kein Grund, da nicht zu gehen. Außer halt, er geht in. Ha. Wenn Klarion geht, wäre halt die HP cool, aber. Muss ich das riskieren? Kann ich jetzt nochmal doublen? Kann ich das doublen in Laptop, Fuchs? Glaube ich mal. Ich glaube, wir machen das. Komm, wir riskieren das jetzt. Dabbeln jetzt da rein. Oh. Alle Monster müssen sterben, die gut gegen das Expert sind. Oder gut gegen der Jens sind. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt für. Wir gehen nicht für den Chip. Wir gehen für den Hardplay. Wir wollen gewinnen. Ja, wir wollen nicht das Game
Maxi, wir wollen nicht Maxi die Zügel an der Hand geben. Maxi wird auf jeden Fall rauswechseln, der will das Ding behalten. Da bin ich mir absolut sicher. Und das ist gut zu know, dass er wissen, dass er nicht gescarft ist. Wenn er jetzt EQ'd, hasse ich ihn. Aber macht er nicht. So, Maxi geht zurück. Geht in Max Kruse rein. Wie ich es mir gedacht habe. Und wir sind mit Laptop Fuchs genau in dem Matchup, in dem wir drin sein wollten. So. Jetzt die Frage. Drücken wir wieder Fire Blast. Er hat natürlich wieder sein Landturn. Ja. Aber die Frage ist, will er das wieder reinwechseln? Das kann. Er hat vielleicht eine coole Beere, die ist aktiviert. Und vielleicht parat er mich jetzt ja auch. Wir gehen auf jeden Fall wieder für den Fireblast. Wir gehen da mal früher wieder. Weil dann denke ich so, ja, Laurus macht den zweiten Play nicht zweimal und er hat mich jetzt dort play, der wird mich jetzt nochmal predicten. Ich hab jetzt Maxi zweimal komplett predicted. Weil ich denke, dass ich so, ja, diesmal fall ich nicht drauf ein. Okay, er geht raus, er will das Ding behalten, kann ich verstehen. Er geht wieder in Klassen, okay. Das verstehe ich auch. Feuersturm kommt. Und ist er jetzt im Psychic Range? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er das ist. Wie heißt es gleich? Lernturn. Er ist halt ein Bulky Pivot gegen mein Phoenixes. Und also der Fire Blast hat ungefähr, der hat richtig viel Schaden gemacht. Also er hat wahrscheinlich kein Special Death Investment. Das heißt, der Psychic müsste killen. Dazzling Gleam nicht. Der macht nämlich weniger als der Fire Blast. Wir gehen mal auf Psychic. Wenn er rauswechselt und sagt, oh, ich predict ihn, macht er. Er geht vielleicht in seinen Crocodile. Dann ist das halt eben so. Aber ich bin halt schneller. Aber ich bin halt schneller. Also. Und der ist auch rausgewechselt. Also er hat keine Antifeenbeere. Und der Ding killt ihn einfach. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach für uns und müssen ihn töten. Ohne dass der Fire Blast eine Chance hat zu missen. Und er died. Okay, super. Passt. Alles ist im grünen Bereich. Puh. Jetzt geht er in sein Wallwork. Okay. Verstehe ich. Jetzt ist die Frage, was er macht. Er wird vielleicht erst dienen. Aber wir gehen auf jeden Fall in YP wieder. Also 3 Millionen Prozent. Maxi ist auch jemand, gegen den habe ich seit Jahren nicht gespielt. Seit Season 3 nicht. Und jetzt bekommt er tatsächlich seine Revenge. Schlagbohrer, der macht natürlich auch nichts. Also der tut gar nicht weh. Doch ein bisschen. Ist das Choice Band? Ist Life Orb. Okay, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und wollen wir jetzt hier die Rocks legen? Weiß ich nicht, ob Angreifen gerade besser ist. Das bekommt noch Rocks. Ich weiß es nicht. Rocks sind immer cool. Steinkante ist cool. Ich glaube, wir gehen mal für die Steinkante. Wir gehen mal dafür. Mal gucken, was er reinwechseln will.
Okay, Eggestein geht raus und geht er in Yuxi. Okay, er geht in Yuxi. Macht das. Finden wir es heraus. Bam. Und? Wow, war das ein Crit? Das war ein Crit. Es war ein Crit. Okay, hätte aber auch so getwittet. Ich glaube, er will U-Turn oder so. Oder Ice Beam oder so. Und ich will ihn auf jeden Fall behalten, weil er noch einen Hit tanken kann. Dementsprechend kann ich einfach mal meinen Scarf Hirachi wechseln. Das tue ich einfach mal. Ja, genau, das tun wir einfach mal. Scarf Hirachi kann gegen alles was machen. Kann auch dann direkt U-Turn. Wenn er drinnen bleibt und irgendwie nochmal Rocks legt oder so oder angreift. Dementsprechend passt das. So. Höhe geht zurück. Und er ist nicht zurückgewechselt. Also, er geht für U-Turn. Okay, das ist vollkommen fein. Vielleicht meint er jetzt auch, in sein Klavion zu gehen. Macht er tatsächlich. Okay. Ich will eigentlich direkt wieder in Rotom wechseln. Weil ich kann einfach Donner blitzen. Das mache ich auch. Wir gehen einfach direkt in Rotom. Falls er irgendwie Spikes legt oder so, falls er nicht paaren möchte, hat Rotom da gar keine Probleme, wenn er, was weiß ich, machen möchte. Hefi T-Wave, zack, keine Wirkung, passt perfekt. Jetzt haben wir einen freien, eigentlich Donnerblitz, weil er will ja da in dem Moment das einwechseln. I don't know. Ich kann auch wieder doublen. Will ich das denn? Ich glaube schon. Was verliere ich? Bin ab. Was würde er tun? Entweder. Nee. Das ist halt. Ich. Preserve halt so die 50-50, auf die ich gar keinen Bock habe. Weil ich halt so zu 100% in einem besseren Matchup bin. Zu 100%. Wenn ich jetzt ihr in Delphox gehe. Habe ich in beiden Pokémon ein gutes Matchup. Er wird jetzt nicht T-Waven. Entweder er spiked jetzt hier, was okay wäre. Oder er geht in Lantern. Und bei Lantern kann ich einfach Psychic drücken. Und hier gleich Fire Blast. Geht für Stachler, okay. Was eigentlich mir nicht. Was mir eigentlich egal ist. Und er hat vielleicht eine 50% Beere auf Lantern. Und die ist noch nicht getriggert. Und er denkt sich so, ja, er kann den Fireblast was. Killt ihn Fireblast? Ne, killt ihn nicht. Fireblast killt ihn nicht. Das heißt, ich drücke jetzt Psychic. Weil, naja, dann ganz ehrlich, das macht eh nicht mehr so viel. Wir gehen jetzt hier für Psychic. Wenn er drin bleibt, ist auch okay, dann bekommt er richtig viel Schaden. Er geht für Donnerwelle. Das heißt, wenn wir das angechippt bekommen, ist alles gut. Alles gut. Er lässt sich anchippen, was vollkommen fein ist. Wir symbolisieren ihn jetzt hier, du kannst nicht mehr rauswechseln. Das macht auch richtig viel Schaden. Und wir gehen jetzt einfach nochmal für Psychic. Wir haben so viel Damage auf dem Ding. Und die Paras ist halt okay, ist halt nervig, aber ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm für uns. Er hat Lichtkanone im Set, macht ein bisschen was an Schaden. Und er will ihn anscheinend opfern. Na gut, okay, gehe ich mit. Hat er eine Beere? Hat er nicht, okay. Bitte Spiel, danke. Er hat auch eine 50% Beere drauf, deswegen gehen wir jetzt auf den Fireblast, um die nicht zu triggern. Ja, da sehe ich mich, da sehe ich uns tatsächlich. Lichtkanone kommt. Und wir sind paralysiert, okay. Vielleicht will ich auch in Rotom wechseln?
Und zu Defog. Komm, wir wechseln mal in Rotom und Defog mal. Um diese blöden Spikes wegzubekommen. Schon noch eine Lage, Stachler. Und wir gehen auf jeden Fall für Auflockern. Das Ding ist, ich habe halt so, dass die Sicherheit oder die größere Sicherheit, okay. Zwei, drei Lagen Stachler. Ich habe so die Sicherheit, dass ich nur maximal eine Lager Stachler habe. Und so kein Setup-Faller bin, in der Theorie, gegen das Wolverine. Weil wenn das durch, wenn ich dann paralysiert bin, killt er mich einfach. Also drückt er SD und hat große Chancen, einfach das Game zu sweepen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir gehen jetzt hier für T-Bolt. Okay. Max Kruse wird jetzt hier sterben. Das war ein Crit, der hat natürlich nicht der hat jetzt nicht gemeddert. Und ich frage, was er macht. Yuxi, Mesprit, ich verwechsel die beiden immer, könnte reinkommen und mich revengen. Da würde ich aber, glaube ich, da Jens hier einfach gehen. Und es abwerfen. Rhyperior sollte auch noch einen Hit leben von dem Wolf. Okay, er geht das tatsächlich für. Und er ist auch schneller. So, da blieb es keine zwei Meinung. Ich könnte auch wieder in Jirachi wechseln, das wäre auch cool. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, Jirachi ist der bessere Switch. Das ist das bessere Pokémon gerade. Der Wolf ist nervig, der ist richtig nervig. Ich will eigentlich die Rocks wegbekommen, ganz, ganz dringend. Okay, er weiß nicht, dass ich gescarpt bin, er weiß es nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach auf Eisenschild drücken und hoffen, dass er meint, dass ich nicht gescarpt bin und hofft das und denkt, dass ich nicht gescarpt bin. Er könnte das jetzt scouten, aber ganz ehrlich, dann bekommt er halt noch da einen Eisenschild ab und gucken wir mal. Okay, killt mich der. Der killt mich. Der killt mich, oder? Ja. Okay, er hat Sucker Punch. Das ist echt nervig. Sucker Punch ist wirklich nervig. Wie machen wir das? Ich habe Angst, dass das Ding mich sweepen kann. Große Angst davor. Wir gehen auf jeden Fall hier rein. Und wir leben auch noch einen Hit. Das tun wir. Aber wir müssen ihn auch damit auch killen. Das heißt, wir müssen die Spikes wegbekommen. Hier und jetzt müssen die Spikes wegbekommen. Dieses Cup-Teil, ey. Hat er also doch den Sucker Punch drauf. Okay. Das heißt, er geht jetzt wahrscheinlich. Geht er jetzt in Yuxi? Ist das gescarpt, das Yuxi? Ich weiß auch nicht. Ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich gegen das Lantern. Die Foggen. Jetzt habe ich ein großes Problem wahrscheinlich. Ich glaube, Rocks sind ganz cool. Drücke ich hier Rocks. Und kann ihn dann mit X-Bad killen. Wir drücken hier Rocks, komm. Wir drücken hier die Rocks. Okay. Er geht in Lantern, okay.
Give a second Laptop, Fuchs. Der muss jetzt sterben. Massaker. Okay, ja, Toxic, okay. Laptop Fox könnte sogar outspeeden in der Theorie. Wir gehen auf jeden Fall Psychic. Wenn er kein Speed-Investment hat, dann outspeed ich ihn sogar. Tue ich nicht. Das ist doof. Hätte ich angreifen sollen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Oder hätte ich doublen sollen in dem Moment? Aber es ist ein richtig schwieriges Matchup gegen diesen blöden Hund. Das muss sein. Wenn er doppelt Prior hat, verliere ich. Wenn er die spielt. Wir haben gesehen, will er Steinkante haben? Ich glaube, er will Steinkante haben. Und ich glaube, er will auch SD haben, eigentlich. Okay, er geht da rein. Das heißt, es ist jetzt Zeit gekommen für Diancie, Sachen zu machen. Er könnte halt gescarft sein, deswegen will ich da nichts riskieren. Und jetzt mit Rotom irgendwas machen. Wir gehen auf jeden Fall für die Mondgewalt. Ich müsste eigentlich alles leben von dem, oder? Tue ich das? Soll ich leben? Tue ich. Das ist super. Da waren es nur noch zwei. Hat er Doppelprio? Das ist die Frage, die ich mich gerade stelle. Kommt Dorks-Schaden, der bekommt nochmal Life-Off-Schaden. Und wir gehen für die Mondgewalt. Er wird doch wohl. Hat er Doppelprio? Hat er keine SD? Er hat Doppelprio. Das ist ein riesiges Problem jetzt. Das heißt, ich muss die Roll treffen. Ich double raus in Rotom, weil ich die Roll treffen muss. Okay, er wählt für die Roll gegangen, okay. Okay, das ist ein Problem. Jetzt double ich zurück, weil ich die Beere, ich muss die Beere triggern. Dieses Kackteil. Okay, er hat wirklich Double Prio. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay. Mit was greift er an? Torfelsen. Okay, das ist super. Okay, alles klar. Okay, huh! Puh. Und jetzt gehen wir für Erdbeben. Oh mein Gott. Oh. Das war. Puh. So knapp. Holy shit, war das knapp. Oh. Oh mein Gott. Boah, puh, ich habe echt gedacht, ich würde verlieren, holy shit. Aber es hat, ist nochmal alles gut gegangen. Außer er crittet mich jetzt aber. Sonst ist alles gut gegangen. Oh mein Gott. Es war doch knapper, als ich es gedacht hatte. Wenn er mich jetzt nicht crittet, ist alles gut. Er crittet mich nicht. Und damit gewinnen wir 3-0 gegen Maxi. Oh Mann, ey. Huh. Da. Boah. Er hätte Zucker drücken sollen, aber ich hätte noch
nochmal zurückwechseln können, dann wäre die Beere irgendwann gekommen. Uff. Oh Mann, er hat. Ich sag, ich hätte dann zecken können und dann hätte ich eh gewonnen gehabt, wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Hätte X-Bad. Wenn ich X-Bad zecke und dann wäre ich in Spike-Range gewesen, hätte EQ drücken können und dann hätte mein Rotom sein Dings killen können. Ja, ich möchte speichern. Uff. Oh Mann, es war knapp. Ach Gott. Dieser Kackhund, ich sag's euch. Okay, Leute, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim nächsten GPL-Kampf. Und bis bald. Tschüss.